Frau Lux, Sie sind Geschäftsführerin eines Reiseunternehmens, das kein gewöhnliches Reiseunternehmen ist. Was genau machen Sie? Ich bin Geschäftsführerin der Luxreisen GmbH und wir sind spezialisiert auf die Organisation von Orchester- und Chortourneen weltweit. Also immer, wenn große internationale oder auch natürlich deutsche Orchester weltweit, nach weltweit touren, organisieren wir die Personentransporte, Instrumententransporte und alles, was dazu gehört. Also in diesem ganz speziellen Feld sind Sie ja auch sehr, sehr erfolgreich und deshalb auch Teilnehmerin an diesem Panel heute beim Cloud Unternehmertag zum Thema Exzellenz. Mich würde interessieren, wie haben Sie das geschafft? Also es war natürlich ein steiniger Weg, ist vielleicht falsch, aber ein langer Weg. Und ich glaube, die Spezialisierung haben wir über fast 50 Jahre erreicht und haben uns in einer Nische niedergelassen und diese Nische auch immer weiter ausgebaut. Und im Endeffekt ist die Nische auch um uns oder herum erstanden. Und in der Nische haben wir es geschafft, tatsächlich als einen Markt, die Marktführerschaft auszubauen und da tatsächlich durch Perfektion, Genauigkeit und im Prinzip immer einen Schritt vorausdenken auch. Und wie ich eben in dem Panel auch gesagt habe, das Krisenmanagement ist hier auch wiederum ein ganz wichtiger Faktor, dass man bereit ist und auch in der Lage ist, Probleme, die eben die beim Reisen jederzeit vorkommen können, wie jetzt Wetterprobleme, Streiks oder sonstige Probleme, die nicht vorherzusehen sind, dann auch jederzeit lösen zu können und da andersrum eine Lösung zu finden für den Kunden. Sie haben eben davon gesprochen auf dem Panel, dass Ihr Vater das Unternehmen eigentlich gegründet hat und Sie sozusagen die nächste junge Generation sind. Und Sie haben auch davon gesprochen, dass Sie anders führen als er. Wie würden Sie das beschreiben? Also mein Vater war der klassische Patriarch, der das Unternehmen von oben herab geführt hat und das war auch der Zeit entsprechend angemessen. Heute ist es tatsächlich so, dass die Leitungsstrukturen sich extrem abgeflacht haben. Es gibt eigentlich nur noch die Geschäftsführung und das Team. Und natürlich ist es operativ teamorientiert, aber im Strategischen brauchen Sie natürlich auch eine Person, die die Verantwortung übernimmt und auch da patriarchisch oder matriarchisch dann tätig ist. Aber trotzdem ist es anders, als es vor 25 Jahren gewesen ist. Das ist richtig. Und ich glaube, das ist heute auch wichtig, weil die Arbeitnehmer den anderen und Führungsstil nicht mehr akzeptieren würden und das hätte auch dann nicht den Erfolg, den wir heute haben, eben dass sich ein Arbeitnehmer auch so für eine Firma einsetzt und das ist dann letztendlich auch Corporate Identity, die wir über die Jahre immer mehr geschaffen haben und unser Unternehmen zu einer Marke letztendlich etabliert haben. Dankeschön.